Hallo zu Tacheles aus Breckerfeld. Das Coronavirus und damit die verbundene Lungenkrankheit verbreiten sich auf der ganzen Welt. Um sich schützen zu können, wird von vielen Seiten jetzt dringend empfohlen und neuerdings sogar zur Pflicht gemacht bei vielen Aktivitäten, einen Mundschutz, eine Schutzmaske zu tragen. Über den Effekt dieses Mund-Nasen-Schutzes wird aber bis heute noch sehr stark debattiert. Reden wir mal Tacheles darüber. Tacheles reden, das bedeutet ja so viel wie völlig unverblümt die Meinung sagen. Und genau das sollten wir als Christen ja eigentlich zu jeder Zeit tun. Über diesen Mundschutz, da kann man stundenlang diskutieren und mittlerweile auch tausende von Artikeln lesen im Internet und auch normal in Zeitungen. Interessant finde ich, dass dieser Mundschutz doch eher als ein Fremdschutz dienen soll und weniger als ein Eigenschutz. Denn das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, dass das Risiko einer Ansteckung für den gesunden Träger verringert, das ist nach Angaben vom Robert-Koch-Institut noch nicht nachgewiesen. Im Übrigen gilt, dass mit der Gefährdung nicht nur für unseren Speichel, denn so manche Sätze, die aus unserem Mund herauskommen, die können auch in eine ganz andere Richtung ansteckend sein. Die Bibel, Gottes Wort, beschreibt das in Psalm 37, Vers 30 so. Der Mund des Gerechten verkündet Weisheit und seine Zunge redet Recht. Leute mit unseren Worten zu etwas Gutem anzustecken, das ist wunderbar und deswegen braucht niemand irgendwo einen Mundschutz zu tragen. Es kann nicht genug solcher Menschen auf der Welt geben. Aber leider haben unsere Worte auch das große andere Potenzial, nämlich zu schaden. Und diese Menschen spricht Asaf in Psalm 50, Vers 19 ganz unverblümt an. Deinen Mund lässt du Böses reden und deine Zunge, die knüpft Betrug. Oha, hier wäre jetzt echt ein Mundschutz angebracht zum Fremdschutz. Achten wir doch gemeinsam darauf, dass unsere Worte Gerechtigkeit und Weisheit verkündigen und nicht Gift und Galle spucken. Reden wir Tacheles. Und ich frage Sie heute ganz unverblümt. Und alles, was ich hier frage und sage, gilt für mich übrigens ganz genauso. Sind Sie um die Worte, die aus Ihrem Mund herauskommen, genauso besorgt wie um Ihren Speichel? Diese Frage, die müssen wir uns stellen, denn wir haben keine Zeit, um den heißen Brei herumzureden. Bis zum nächsten Mal mit Tacheles aus Breckerfeld. Und bis dahin, seien Sie doch ein Segensleuchtturm. Maranatha, unser Herr, komm und bitte heute. Ihr Johannes Vogel.